Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Wir haben wieder den ersten Sonntag im Monat. Das heißt, ich zeige euch, was wir letzten Monat bestellt haben, in dem Fall im November. Es waren diesmal nur 6 Sachen. Preislich trotzdem, denke ich, ein bisschen mehr, weil ein paar größere Sachen, ein paar Sachen dabei waren, die doch ein bisschen im preisintensiver waren. Egal, wir fangen einfach an. Ich habe bestellt am 5.11. eine Freaky Monkey Acrylbox kompatibel mit Premium Hot Wheels. Sind 3 Boxen gewesen, um Premium Hot Wheels einfach rein zu tun, um sie ein bisschen besser zu schützen. Das ist angekommen am 8. November und hat gekostet 48,79. Also, ich denke, ist in Ordnung für 3 Boxen, kann man machen. In der gleichen Bestellung am 5.11., also auch am 8.11. angekommen, war noch eine Magic Geschenkbox aus Holz. Mein Vater hatte Geburtstag und wir brauchten halt irgendwas, wo wir so eine Kleinigkeit reintun. Und da habe ich so eine Magic Holzbox bestellt. Für 14,99 € passt alles. So, dann habe ich bestellt einen Bartkletter. Jetzt kam ich drauf. Am 7.11. und ist angekommen am 9.11. für 26,99 €. Ja, einen Bartkletter halt einfach wie so ein Kletteisen, halt nur für den Bart, so in die Richtung gehend. Geht ganz cool, hätte ich gar nicht gedacht, funktioniert, habe ich schon genutzt. In dem gleichen Paket, also auch am 7.11. bestellt und am 9.11. angekommen, war die Blu-ray Mac 2 für 14,99 €. Ja, was soll ich dazu sagen? Muss man lieben, ne? Ich mag es und ja, habe ich bestellt. So, dann kommen wir schon zum vorletzten Produkt, weil wie gesagt, mehr ist es nicht. Wie kann es anders sein? Ich habe eine ETB, eine von 151 bestellt. Am 11.11. kam am 16.11. an für 57,75 €. Die kosten halt so viel. Kennt ihr inzwischen, nichts Besonderes. So, und dann das letzte Produkt. Tanja war beim Kindergeburtstag bei einer Freundin von sich und die wollte was mit Fröschen haben. Und da die vorher mal auf einer Pyjama-Party waren und Tanja ja diesen Stitch-Jumpsuit anhatte, fanden die alle cool. Dann haben wir gesagt, okay, dann bestellen wir einen Jumpsuit 5 als Frosch. Das haben wir am 20.11. bestellt, ist am 23.11. angekommen und hat gekostet 34,99 €. So, das war's. Das waren 6 Produkte, die ich bestellt habe im November. Ja, Weihnachtszeit kommt jetzt allen drum und dran erst. Mal sehen, was da so passiert oder auch nicht. Was das Ganze angekostet hat, seht ihr jetzt natürlich hier. Ich denke, wir werden uns um die 200 € bewegen. Ja, bei 6 Produkten, okay, müssen wir mal schauen. Nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo da lassen, gerne das Video teilen und dann bleibt mir nur zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.